habe sie zuerst gesehen. Hört auf damit! Schont eure Kräfte für den bevorstehenden Kampf. Meine Männer brauchen Nahrung! Nach, wenn sie zu schwach zum Sprechen sind, wird Prinz Phobos uns noch köpfen. Blankwasser gar nicht mögen. Hast du deswegen seit 10 Jahren nicht mehr geduscht? Ich brauche dich jetzt, Blank. Du bist ein sehr wichtiger Teil meines Plans. Wieso nicht Mädchen geholt? Regel Nummer 1. Wenn es extrem gefährlich wird, soll man nicht mehr Leute in Gefahr bringen als nötig. Extrem gefährlich? Siehst du das Metalltor? Ich hebe es hoch, während du ihn ablenkst. Ihn ablenkst? Wen? Den da! Viel Glück, du wirst das schon schaffen! Das ist nicht Plan, das ist Menü! Ja. Wie hast du im Physiktest abgeschnitten? Ach, als könnte ich darüber nachdenken, ob das Universum sich ausdehnt oder schrumpft oder so, wenn Caleb vielleicht in Gefahr ist. Cornelia, er ist nicht in Gefahr, er ist nur auf einer Erkundungsmission. Das hat er doch bestimmt schon 100 Mal gemacht. Das ist Matt! Wie sehe ich aus? Total verknallt. Ich will nicht verknallt aussehen, sondern nur ungezwungen. Na dann, viel Glück dabei. Oh. Hallo, Will. Lange nicht gesehen. Matt. Ich habe etwas für dich. Aha. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Er hat mich irgendwie an dich erinnert. Oh, der ist ja so süß. Willst du damit sagen, dass ich süß bin oder dass ich einen Schnurrbart habe? Ich habe noch etwas für dich. Mach die Augen zu, ja? Nagetierfutter. Dankeschön. Eine Blank! Komm hierher! Los, beeil dich! Das Ding ist verdammt schwer! Blank, nie mehr Wasser gehen. Blank schon wissen, warum. Entspann dich, ja? Der schwierige Teil ist vorbei. Lass es uns mit der versuchen. Tarané, es tut mir wirklich leid. Ich habe Will extra noch gesagt, dass du ihr heute Nachhilfe gibst. Mom! Warte mal was mit mir! Ach ja, Mathe-Nachhilfe heute um 4 Uhr. Ich bin wirklich ein totales Weichhirn. Dem kann ich nicht widersprechen. Tut mir leid, Will, ich habe selbst noch Hausaufgaben. Oh, der ist aber niedlich. Muscardinus Avellanarius, habe ich recht? Ja. Sein Name ist übrigens Siebenschläfer. Meinst du nicht, dass du auch so schon mehr als genug Ablenkung hast? Mom, ich krieg das schon hin. Wirklich, ich verspreche es. Wow! Also gut, wenigstens ist es keine Sackgasse wie beim letzten Mal. Im Zweifelsfall halte ich immer rechts. Lang. Hast du schon wieder mit meiner Taschenlampe Schattenspiele gemacht? Blank sehr gut Vogel machen können. Schon gut. Aber halte dich dicht hinter mir. Ah!
In den Tunneln hat man Eindringlinge entdeckt. Ich werde mich gleich um sie kümmern. Miranda? Oh, ich dachte, ich hätte sie gehört. Ich habe sie nicht gesehen. Elyon, vielleicht solltest du dich ausruhen. Deine Krönung findet schon in 2 Tagen statt. Deswegen habe ich sie ja auch gesucht. Irgendjemand muss mir all diese verrückten meridianischen Tänze beibringen. Danke, dass du mir geholfen hast, Irma. Wenn ich ihn zurückgeben würde, würde Matt das bestimmt sehr verletzen. Es wird sehr viel mehr Spaß machen, ihn zu hüten als meinen kleinen Bruder. Er ist auch sauberer. Es dürfte nur ein paar Tage dauern, dann habe ich meine Mutter so weit, dass sie nachgeht. Sollte Khaled nicht schon längst wieder zurück sein? Oh, Khaled, Matt, könnt ihr beide noch über etwas anderes reden als über eure Freunde? Oh, Matt hat mir gerade eine SMS geschickt. Musste ich unbedingt sehen. Komm immer näher. Oh nein, wieder da, wo angefangen. Und das ist der einzige Ausgang. Idee nicht gut. Idee gar nicht gut. Einzige Idee. Wenn es Steine schleudern kann, dann auch uns. Hebt den Kleinen dort für Miranda auf. Sie mag das Sierra-Fleisch ganz besonders. Nein! Kletter hoch! Khaled zuerst! Blank, kleineres Ziel! Blank! Mein Großvater sagt, durch diese Vitamine wird sein Fell ganz glänzend. Es geht doch nichts über ein glänzendes Fell. Will! Oh, hallo Khaled. Du kennst doch Matt. Ich brauche deine Hilfe und zwar sofort. Matt, es tut mir leid. Ich muss gehen. Oh, schon okay. Wir sehen uns. Wächterin, seid vereint! Er hat mich zuerst durchs Portal gelassen. Blank? Was ist mit meinem Freund passiert? Khaled nennen Blank Freund! Khaled Blank mögen! Ich dachte, er könnte Blank nicht ausstehen. Muss so ein Männerding sein. Morpione! Gleich gibt es geröstete Morpionenschwänze auf meridianische Art. Hilfe!
die Wächterinnen des Netzes. Das Schicksal gewährt uns eine zweite Chance. Tarané! Tarané! Was ist bloß los mit ihr? Ein Morpionenbiss. Nicht weiter schlimm, aber sie wird jetzt 24 Stunden schlafen. Was? 24 Stunden? Wir brauchen sie, um die Rebellen zu retten. Hilf mir bitte! Darauf kannst du lange warten. Caleb, er ist verletzt. Hier ist eine Wache vom Schloss. Was denkst du, gegen wen wir kämpfen? Bitte, nehmt mich mit euch mit. Phobos, Behandlung von verwundeten Soldaten ist schlimmer als die Wunde selbst. Wir haben unsere eigenen Probleme, Kumpel. Und sie kommen in unsere Richtung. Mein Vater ist immer noch in diesem Verlies. Ich gehe wieder rein. Mit bestem Freund Blank. Mom hat gesagt, keine Haustiere. Sie hat aber nichts von 2,13 Meter großen Humanoiden aus der Metawelt gesagt. Wie schwer verletzt ist der wohl? Oh, ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs für Cheerleader-Unfälle gemacht. Schon gut, Corny, das hier ist eine Eisenspitze und kein Pompon. Tarané liegt jetzt ausgenockt in deinem Zimmer. Also gut, stecken wir den Typen in die Wäschekammer. Wäschekammer? Ist das etwa euer Verlies? Nicht bevor wir dich bügeln lassen. Was ist denn passiert? Oh, ja. Du bist nicht verletzt. Aber Mann, bist du hart auf das Wasser aufgeklatscht. Wham! Haben meine Eltern angerufen? Ja, aber insgesamt nur 5 Mal. Und, was hast du ihnen gesagt? Es ist alles in Ordnung, Mrs. Cook. Morpiongift wirkt nur vorübergehend, wissen Sie? War nur ein Witz. Ich hab gesagt, du schläfst bei mir. Mann, und du hast vielleicht geschlafen. Sie haben die ganze Nacht gesucht. Sieht aus, als wären sie weg. Gibt's etwa noch andere davon? Oh. Will? Mom? Einen Moment noch. Entschuldigung. Wieso hast du die Tür zur Wäschekammer abgeschlossen? Ich wollte das Abschließen üben für den Fall, dass wir mal, du weißt schon, falls wir einen Hund bekommen und er mit Matschfüßen hier reinkommen will, während ich Wäsche wasche und dann alles schmutzig wird. Was für ein Hund? Anscheinend bist du die Haselmaus doch noch nicht losgeworden. Mom, ich schwöre, ich habe 7 Schläfer Irma gegeben. Das stimmt, Miss Vandam. Na schön. Aber dieses kleine Tierchen hat keine 10 Pfund Nagetierfutter gefressen. Das war ich. Ich habe dir gesagt, du sollst Chips kaufen. Ach, Tainer, das war kein Essen für Menschen. Also, ich verstehe eure Welt nicht. Aber ich erkenne, dass sie nicht so ist, wie sie uns immer beschrieben wurde. Ich bin bereit, mich eurer Sache anzuschließen. Ich werde euch zeigen, wie man ins Schloss kommt. Yeek ist jetzt weg. Wir können wieder runterklettern. Versuchen wir es nochmal über den Graben. Blank für Caleb, überall hingehen. Hör schon auf damit, ja? Sonst wirst du mir langsam unheimlich. Pflück das nicht, Blank. Das ist ein Fleischfressbaum. Auf! Auf! Was sagst du, wo ich hin will? Ja, oh, Caleb! Halte deine dreckigen Wurzeln von ihm fern! Erde! Die falsche Wächterin ausgesucht, Borkengesicht. Danke, danke. Aber trotzdem,
Guter Caleb, immer noch Blanks Liebling. Was macht der denn hier? Tyner hat angeboten, uns durch die Untergrundlabyrinthe ins Verlies zu führen. Oh, das glaube ich gern. Ihr müsst mir einfach glauben. Ihr habt ja keine Vorstellung davon, welches Elend selbst Phobos Arbeiter erdulden müssen. Mann, bist du schwer. Was hast du bloß gegessen? Rattenfutter. Wie lange halten die anderen Wächterinnen das Abwägungsmanöver durch? Nimm es nicht persönlich, aber wir haben nicht vor, dir den ganzen Plan zu verraten, okay? Wenn du nach meiner Meinung fragst, kann es gut sein, dass du ein Spion bist. Da entlang! Wir sind unter dem Verlies. Was ist das für ein Geräusch? Das ist das Zeichen, dass wir sicher nach oben gehen können. Vater! Was macht ihr da? Lasst mich in Ruhe! Ich bin es, Tyner. Ich war auf der anderen Seite. Sie haben mir zu essen gegeben und meine Wunden behandelt. Alles, was man uns über die Erde erzählt hat, ist eine Lüge. Du musst es den anderen erzählen. Nachdem wir weg sind. Freunde werden langsam aber sicher lästig. Warte, wieso sind nur vier von ihnen hier? Durchsucht die Verliese! Weg nach unten. Ich kann sie nicht alle rechtzeitig rausfliegen. Wieso müsst ihr euch meinem Glück ständig in den Weg stellen? Wieso könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Elion, du musst uns freilassen. Nein, erst will ich von euch wissen, was ihr im Schilde führt. Wir müssen hier irgendwie raus. Ich hasse es, dir das anzutun, Schätzchen. Wasser! Wir müssen springen. Was? Blank denken bleiben hier. Vielleicht Phobos brauchen Maskottchen. Wir müssen auf Will vertrauen. Sie wird herkommen. Springt! Los, beeil dich. Mach schon, Will. Caleb, die Erde ist ja noch viel wunderbarer, als du sie mir beschrieben hast. Du solltest mal das Essen kosten. Hey, vielleicht sollten wir euch erst in die unendliche Stadt zurücklassen, nachdem wir euch allen ein gutes Essen gemacht haben. Ja! Ja! Hallo. Hallo. Und, wie geht es, Siebenschläfer? Naja, er ist sozusagen, ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht. Ich habe ihn weggegeben. Oh. Nicht, weil ich ihn nicht süß fand, sondern weil meine Mom nicht erlaubt hat, dass ich ihn behalte. Und deswegen hat Irma ihn genommen und ich konnte ihn ja auch nicht wieder wegnehmen. Aber ich konnte es dir auch nicht sagen, weil, naja. Weil du mich magst? Ich kann nicht glauben, was ich da gesagt habe. Und ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt tun werde.